Ja, ne? Wir sind im Stubaital. Hier gibt es einen neuen Trail, den 111er von den Elverliften. Ja, und hier geht's los. Fahren wir mal eine Runde Fahrrad. Gleich am Anfang kommt so ein bisschen Geballer. Muss ein bisschen aufpassen. Aber der ist eigentlich ganz smooth im weiteren Verlauf. Können wir mal ein bisschen abspringen? Also, ich würde es definitiv als Enduro-Trail ansehen. Auch wenn es im Downhiller wahrscheinlich etwas besser für die Hände ist. Aber viele enge Kurven. So Enduro. Überall Pumpen. So, ich mitgekriegt habe, so dass der Packhole gebaut haben und einen guten Job gemacht. Ja, jetzt nicht gut gekriegt. Ich höre Kuhglocken. Ich muss aufpassen. Ja, guck mal da. Chaos. Und die legt sich da gerade hin. Ich hoffe, die scheuche ich jetzt nicht auf. Macht ja nichts. Mal gucken, wer zuerst aufgibt, meine Bremse oder ich. Weiß nicht, ob wir es komplett runter schaffen. Servus. Oh, was war das? Auf jeden Fall nicht gut gefahren. Komm, so kleine Hüps. So ein Traversenstück. Ein bisschen abgekackt hier. Das ist zu schnell zum Runterbremsen gewesen. Ist übrigens meine vierte Abfahrt. Da habe ich mit dem Pedal einen Hänger gehabt. Aber es hat mich in die richtige Richtung geschleudert. Von daher ist alles okay. Das war die, ja, ich glaube, eine der schwierigsten Stellen. Langsam. Los. Ja. Und die habe ich natürlich verkackt, die Lippe. So Enduro. Kann man hier raiden? Loben. Servus. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz meine Finger, weil hier müssen wir auch so asozial runterbremsen. Die fahren natürlich gleich weiter. Dann fahre ich jetzt auch weiter. Ja, so ein bisschen die Finger und so. So, jetzt bin ich hier vorhin auf die Fresse geflogen, weil ich auf der Wurzel gelandet bin. Da bin ich Gott sei Dank nicht so schnell. Das erste Mal, dass ich hier andere Fahrer getroffen habe. Außer ein paar Kinder. Komm
mich übersetzen. So. Und das Stück fahre ich nicht über die Gerumpel. Sogar eine von dran. Ja, servus. Ziemlich rough. Hätte jetzt eigentlich offen lassen müssen. Stelle ist auch übel, dass man da direkt über die Wurzeln fährt. Mehr reinkatten müssen eigentlich. Fahren wir hier, dann doch wieder außen. Weil hier sonst fährt man geradeaus den Hang runter. Das will man ja nicht. Hoppa, da hätte ich eigentlich drüber gekommen. Jetzt muss ich aber doch nochmal die Pause einlegen. Mache ich da vorne. Diesen Reverse-Bremswellen. Meine Hände, ey. Das sind dann schon Beschleunigungswellen. Nee, so krass ist meine Fitness jetzt doch nicht. Ah, das hilft ja nichts irgendwie. Kann man sogar ein bisschen versetzen. Jetzt habe ich ein Stück Stock mitgenommen. Nehmen die Außenlinie. Dann gehen wir nach innen. Da droppe ich immer so ein bisschen runter. Das ist geil. Ach ja, und hier muss man aufpassen, sonst fliegt man zu weit. Jetzt kommen zwei Tröpfchen, würde ich sagen. Ja, muss mal langsam sein, sonst tot. Auch langsam. Ich wollte zwar eine ganze Abfahrt machen lassen, aber meine Hände, ey. Kurven sind auch unglaublich gut gebaut. Diese rausspringen in die andere rein. Und die Rails sind total. Jetzt kommt so ein hässliches Stück. Wenn man es nicht kennt, muss man sich das auf jeden Fall mal angucken. Es kommen viele enge Kurven. Und die haben so ein Loch unten drin. Da kann man sich richtig reinpushen. Was ich ziemlich geil finde. Nicht, dass das Gefälle eigentlich schon genug wäre. Aber gut. Ja. Also langsam ist Hänge der Hände tot. Hier manchmal so einen kleinen Nose-Reading. Nehmen wir das Stahlstück hier mit. War lustig.
So, jetzt habe ich gar keine Kraft mehr in den Händen. Aber die Kurven sind mega geil. Und hier muss man jetzt aufpassen, da kommt so Schotter. Nicht, dass man sich auf den letzten Metern noch auf die Fresse legt. Oh. Jetzt geht's dadurch die Stadt ganz gediegen wieder zurück zum Lift. Tschüssi!